Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kollegen Abgeordnete. Im Grunde soll die Bestimmung von Mitgliedern für einen Beirat ja reine Formsache sein. An uns zieht das ja eh vorbei, wir werden ja nicht abgebildet in der Auswahl. Es ist schon vielsagend, dass man auf Platz 8 hier im Hohen Hause einen Platzhalter ausgewählt haben möchte. Oder falls ich das falsch verstehe, wählen oder bestimmt wir heute bis 1 bis 7 und dann von 9 bis 11, was im Grunde auch egal ist. Wir von der AfD werden hier der vorgeschlagenen Liste nicht zustimmen, wie wir auch gegen die Einrichtung des Fonds damals in der 17. Plenarsitzung gestimmt haben. Warum lehnen wir den Opferfonds als AfD-Fraktion einhellig ab? Bei Tätern muss man die Beweggründe für die Tat unterscheiden und den gesamten Kontext für juristische Würdigung heranziehen. So ergeben sich dann auch im Idealfall juristisch ausbalancierte Urteile, welche dem Täter und der Tat gerecht werden. Ob mit Vorsatz oder gar böswillig oder fahrlässig oder billig in Kauf nehmen, die Palette ist hier weit. Was da aber gleich bleibt, sind die unschuldigen Opfer, was das Wort Opfer ja eigentlich schon beinhaltet. Ob jetzt jemand beispielsweise überfahren wird, da ein Täter ohne Führerschein, voll mit Drogen oder Alkohol, mit Absicht jemanden überfährt, oder ob ein Fahrer, der stets angepasst und den Regeln entsprechend seit Jahren vorbildlich unterwegs war und dann aus beispielsweise einem medizinischen Notfall die Lenkung verreißt und jemanden überfährt, so ist dies vom Täter und der Schuld des Täters ein maximal differenter Vorgang. Gleich bleibt das unschuldige, überfahrene Opfer. Und das ist der Schwachpunkt des gesamten Fonds und das ist es, warum wir uns dagegen stellen. Warum wird versucht, Opfer zu katalogisieren und dadurch zu hierarchisieren? Opfer erster Klasse, Opfer zweiter Klasse, dritter Klasse. Beispielsweise das Opfer erster Klasse, welches von einem bösen Rassisten oder Extremisten zum Opfer gefallen ist. Das Mittelklasseopfer, welches einem gewöhnlichen Verbrechen zum Opfer fiel. Das Unterklasseopfer, das den berechtigten Zorn des Täters auf sich zog, da beispielsweise ein AfD-Anhänger in Leipzig-Konnewitz unterwegs ist. Das ist unredlich, das wollen wir so nicht. Täter müssen aus juristischen Gründen unterteilt werden. Opfer dürfen nicht unterteilt werden. Ja zu staatlichen Hilfen für Opfer und deren Hinterbliebene. Gerne sind wir bereit, da über Erhöhungen und Verbesserungen zu reden. Aber ein entschiedenes Nein zu selektiver Besserstellung einzelner Opfer. Wir lehnen aus Vorgesagten den Antrag ab. Danke.